Wie viele Innenwände kann ich denn bei einem Bestandsgebäude rausnehmen? Dazu eine kleine Geschichte aus meinem Alltag. Gleich im Video. Wie viele Wände kann ich denn aus der Bestandsimmobilie rausnehmen? Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die diese Problematik ganz gut verdeutlicht. Ich bin als Architekt dazugerufen worden. Eine junge Familie hat ein Bestandsgebäude aus der Gründerzeit gekauft, war ganz happy, dass sie hier im Bodensee ein schönes Haus kaufen konnten und wollten das nun umbauen. Ich kam in das Haus rein, es hat eigentlich den Anschein gemacht, alles ist ganz gut. Besichtige das, stelle fest, da so ein paar Risse hat es schon, die so ein bisschen unüblich waren, sage ich mal. Ja. An den Stellen, wo es normalerweise vielleicht hätte keine Risse geben dürfen. Dann haben wir untersucht und überlegt, was kann man machen. Und diese junge Familie, wir möchten gerne das Erdgeschoss ganz großzügig haben, Wohnen, Essen, alles ein Raum, möglichst durchlässig und frei an der Stelle. Und so sollten wir doch das Gebäude planen. Wir haben überlegt, wie das gehen kann und haben dann erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Haben dann geguckt, welche Wände stehen denn tatsächlich und vor allem, welche Wände stehen auch ein Geschoss höher, denn auf diesen Wänden stehen unten ja auch nochmal Wände. Und habe dabei festgestellt, dass da irgendjemand schon im Vorfeld Wände aus dem Gebäude herausgenommen hat. Und die Rissbildung, die ich entdeckt hatte, darauf zurückzuführen ist, dass dieses statische System, das nämlich so ein Haus ist, mit den Wänden, Zwischenwänden, Außenwänden, Decken und so weiter, schon bereits gestört war. Das heißt, da hat schon irgendjemand vielleicht in Eigenleistung oder ohne Beratung Wände rausgenommen, die statisch relevant waren, die dann zur Rissbildung geführt haben. Ergebnis der Geschichte war, dass wir Wände eingezogen haben, anstatt Wände rauszunehmen. Nämlich wieder Wände eingebaut, die für das statische System relevant waren. Mit entsprechenden Stahlverstärkungen und zusätzlichen Maßnahmen, die auch relativ kostenintensiv waren, konnten wir dann doch noch die Wünsche des Bauherrn verwirklichen. Aber wir haben schon einige statische Klimmzüge gemacht. Jetzt kauft so eine Familie das Haus, ist happy, hat Pläne und Vorstellungen von Großzügigkeit und Freiheit an der Stelle. Und dann sind wir eigentlich schon am statischen Limit. Das heißt, wenn Sie ein Haus kaufen, überlegen Sie sich vorher mit Ihrem Fachmann, welche Wände tatsächlich rausgenommen werden können. Wenn das für Sie ein K.O.-Kriterium ist, ist das natürlich vorher wichtig. Solche Geschichten passieren mir häufiger, so oder so ähnlich. Mein Tipp für Sie, wenn Sie ein Haus kaufen, nehmen Sie einen Fachmann mit, damit nicht schon die Wände draußen sind, die möglich sind, sondern dass Sie vielleicht auch noch ausloten können, welche Spielvarianten Sie in Ihrem neuen, gebrauchten Haus dann haben. Wände rausnehmen? Ja, aber nicht zu viel. Viel Spaß dabei.